Jo, moin und herzlich willkommen auf unserem Kanal S-Team 53. Heute geht's mal in die Werkstatt mit unserem schönen Fahrzeug. Allerdings werden wir wohl nicht dabei sein. Was alles gemacht wird, ist klar die Hinterachse, also sprich der Träger. Der wird geschweißt und das Haubenschloss soll jetzt auch gemacht werden und die Sommerreifen kommen drauf. Ja, das Auto sieht aus wie Sau, ist klar, der ganze Sahara-Sand und das wird zum Problem. Abholen können wir es am Donnerstag vielleicht oder vielleicht auch ein paar Tage später, müssen wir gucken. Ja, dann wollen wir mal sehen, ne? Auf jeden Fall, da kann ich euch dann nicht direkt mitnehmen, sondern wieder über Umwege, ihr kennt das. So, wir haben es extrem warm. Ich habe mittlerweile die Jacke ausgezogen, weil ich gemerkt habe, beim Laufen wird doch ganz schön warm. Fahrzeug ist mittlerweile abgegeben und in der Werkstatt. Ja, jetzt haben wir hier die Speisekarte bekommen. Wir sitzen hier im schönen Leos Schlemmer Bistro und lassen uns das mal ein bisschen gut gehen, würde ich mal sagen. Haben wir auch verdient, ne? Nach so viel Pech im letzten Quartal, sag ich mal. Und da müssen wir sehen, wie es jetzt weitergeht. Morgen können wir vielleicht schon das Fahrzeug abholen. Das seht ihr aber auch hier gleich im Video dann. Das werde ich mit anhängen. Ne? Also nicht wundern. Ja, jetzt können wir das Fahrzeug abholen. Also unsere kleine Susi. Mittlerweile wieder Jacke an, ne? Wie ihr bemerkt haben dürft. Und liegt aber auch daran, der Pullover war zu warm und auf T-Shirt zwar umgewechselt, aber ich sehe noch aus wie ein zerpflückter Teddy, weil Blutabnahme, das heißt beidseitig, hatte ich gehabt, weil sie auf der einen Seite meine Ader nicht gefunden haben und auf der anderen auch nicht. Und so ging das dann eine Weile hin und her, aber jetzt haben wir es dann doch geschafft. Ja, und auf jeden Fall, wir sind gespannt, was alles gemacht wurde und wie das natürlich geworden ist. Ne? Ich meine, was natürlich unterm Fahrzeug ist, das können wir nur berichten, ja, von dem, wie er uns das erzählt hat. Aber das andere, das sehen wir dann ja mit der Haube und so. Ne? Und lassen wir uns einfach mal überraschen. Und schöner 124er, Mod 2, T-Modell. Hier gerade lang. Ich weiß nicht, ob man den gerade so ein bisschen gesehen hat. Und auf geht's, würde ich sagen. Und dann hören wir uns später wieder. Also für euch gleich. Wer hätte das gedacht, an einem Tag alles soweit fertig, bis auf noch die paar Kleinigkeiten wie Achsmanschetten. Ja, das ist soweit okay. Motor wurde sogar noch gesäubert. Kein Fehler da wegen Ölverlust. Kann ja auch nicht, weil laut Ölpeilstab haben wir sogar noch alles, was sein soll, da. Gut, Haube lässt sich jetzt auch wieder vernünftig schließen. Na, das Auto sieht entsprechend aus wegen Sahara-Staub. Ich weiß nicht, ob ihr bei euch auch da so Sahara-Staub habt, aber es ist momentan einfach nicht schön. Und unterm Fahrzeug wurde auch was gemacht, aber da kann ich euch leider nicht zeigen so richtig, weil ich komme nicht so weit runter, als dass ich da jetzt noch was zeigen könnte an der Hinterachse. Ne? Aber mein Hilfsmizi erklärt sich gerade bereit, ne? Und ich überreiche noch mal die Kamera. So. So, und da bin ich auch schon wieder.
Ja, ihr seht, ich hoffe, ihr habt was gesehen im Gegensatz zu mir, dass das da jetzt wieder in Ordnung ist. Und ja, Sommerreifen sind auch drauf. Allerdings sollten wir da vielleicht doch mal einen kleinen Schluck Luft drauf machen, wenn ich mir die Reifen so anschaue. Und dann läuft das wieder, ne? Dann kann der Sommer starten. Ja, und eventuell ist sogar eine größere Tour geplant. Das verrate ich aber erst später. Na? Also, wisst ihr Bescheid. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo etc. alles da. Ja, und wie gesagt, hier mein Hilfsmizi, da muss ich mal zwischendurch ein paar Anweisungen geben. Dann ist das mal eben zu hören, wie in dem Fall jetzt. Aber ich denke, damit können wir leben. Na? Also, dann bis zum nächsten Video und ja, bleibt uns wohl gesonnen.